Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Deck Schmiede. Heute mal wieder mit einem Deck der nördlichen Königreiche und der Kater hat sich gerade auf die Tastatur gelegt. Becky, komm mal da runter. Komm mal da runter. Ich muss die Karten zeigen. Ja. Ui. Feines Kätzchen. Ja, mit einem Belagerungsdeck. Wir wollten sowieso dieses Season. Wir haben auch eine Menge Decks oder nicht mehr so viele Decks, die wir auch zeigen können, ne? Aber Belagerung wollten wir sowieso mal spielen und Airball ist halt auf die Idee gekommen, im Stream ein paar Punkte einzulösen, hat gesagt, hier, ich habe einen Belagerungsdeck, spielt das mal. Und das haben wir gemacht. Und es ist Belagerung mit einem kleinen Twist. Belagerung kann sehr gut funktionieren immer noch. Es hat allerdings als Szenario ein paar größere Schwächen. Es gibt kaum Goldkarten, die mit diesem Szenario wirklich sehr gut funktionieren. Es gibt goldene Belagerungsmaschinen, aber hier kann dieses erhebliche Problem sein, dass die goldenen Belagerungsmaschinen auch nicht unbedingt die besten sind. Volk des Stolz, der Kriegselefant, all das ist es halt ein bisschen schwieriger. Man könnte natürlich auch mit dem Kriegselefanten spielen, statt einem Gnadenlos. Das wäre eine Möglichkeit, aber ja. Wir werden das Deck auch nochmal in einer anderen Variante ausprobieren, mit vielleicht ein bisschen mehr anderen Karten. Aber das ist halt erstmal Airbolts-Variante gewesen, die auch sehr gut funktioniert hat. Belagerung auf jeden Fall kann als Szenario in einer langen Runde durchaus ziemlich zerstörerisch sein. Wir kriegen halt ein paar Belagerungsmaschinen aus diesem Szenario raus und als letztes Kapitel kriegen wir halt das Bombardement. Das Bombardement ist eine Kriegsführungskarte, die zufällig Schaden macht auf jede gegnerische Einheit, 4 Schaden. Und dieser Schaden wird für jede kontrollierte Belagerungsmaschine um 1 erhöht. Das heißt also, wenn wir unser Szenario ausspielen, kriegen wir erstmal einen verstärkten Tribok. Danach, wenn wir Belagerungsmaschine ausspielen, kriegen wir noch einen Rambok dazu, also noch eine weitere Belagerungsmaschine. Und mit der dritten Belagerungsmaschine oder mit der dritten Karte, die wir ausspielen, lösen wir dann das erste Bombardement aus. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wenn man Belagerung mit angefangen hat, macht das Bombardement schon alleine 8 Punkte Schaden. Und in Verbindung mit den ganzen Angriffskarten, also Karo-Balliste, verstärkte Balliste oder die normale Balliste, ziemlich ballistisch hier, dann können wir auch gegnerische Einheiten ziemlich gut wegschießen. Gerade kleinere Engines können wir halt zerstören, bevor sie sich großartig aufgebaut haben. Ne? Das ist so dieses Riesending in der großen Runde. Belagerung kann ziemlich böse werden, wenn der Gegner die Karte nicht irgendwie beantworten kann oder wenn er wirklich in einer langen Runde ist und selber kein sehr Konterdeck dagegen spielt. Dann kann man halt wirklich hier sehr viele kleinere Engines wegschießen, was gerade diese Decks wie vielleicht die Wiedergänger oder vielleicht sogar Squared Hell mit den Katzenhexern sehr, sehr in Bredouille bringen kann, solange die sich noch nicht sehr stark hochgebufft haben. Ne? Also frühe Belagerung kann ziemlich Druck auf den Gegner machen. Wogegen das Deck allerdings nicht so gut funktioniert hat, ist Point Slammer VV. Also gerade VV war wieder ein erhebliches Problem für dieses Deck, weil wir haben nur eine Hitzewelle, ansonsten nicht wirklich sehr viele Karten, die VV kontern. Das ist einfach für das Deck zu wenig. Gegen andere Decks hat es aber sehr gut funktioniert. Haben auch gegen Skellige gespielt. Gegen Skellige kann es auch ziemlich gut funktionieren. Man könnte sogar damit einen Lippi-Deck besiegen. Von daher ist es trotzdem ein Deck, was ich ganz gerne zeigen will. Aber es ist ein bisschen kniffliger zu navigieren. Aber das Ziel ist eigentlich, wenn wir eine lange Runde spielen, wollen wir Belagerung benutzen. Auch wenn wir gebleedet werden in der zweiten Runde, Belagerung benutzen. Für die kurze Runde haben wir dann noch den Gnadenlos oder den Roach-Gnadenlos, der uns die blauen Streifen rausholen kann, weshalb wir auch mit angefeuertem Eifer spielen. Wir können die Karte auslösen, können die 2 Streifenkommandos aus dem Deck rausholen. Für die kurze Runde ist es immer noch ganz gut Punkte. Wir kriegen immer noch 16, wenn wir Anführerfähigkeit benutzen mit Gnadenlos, was wir eigentlich machen, dann sind es sogar 17 Punkte, was uns für die kurze Runde immer noch ganz gut Punkte verschafft. Und wenn der Gegner uns wirklich in der zweiten Runde bleedet und wir kriegen es hin mit Belagerung wirklich einen Kartenvorteil rauszuziehen, dann haben wir immer noch eine Karte mehr, was den Gegner sehr, sehr, sehr stark angreifen kann. Ansonsten, wir haben eine Menge Angriff. Selkirk kann sofortig was weghauen. Natürlich das letzte Ziel für den angefeuerten Eifer, so ein bisschen. Wenn man das nicht hat, kann man die auch noch auf die verstärkten Ballisten benutzen, ist kein Problem. Nadalis holt uns entweder ein Bombardement oder ein siedendes Öl raus, je nachdem, was wir für Angriff haben. Karo-Balliste macht 2 Schaden, verstärkte Balliste macht 1 Schaden und für jede weitere Kriegsführungskarte kriegt sie eine Aufladung. Stadtwache kann Karten verschieben, Hämmerer macht Schaden, Balliste macht 1 Schaden, dann mit dem Befehlseffekt 2 Schaden. Das heißt, wir haben eine Menge Angriff. Das ist quasi so ein Engine-Deck, was auf Angriff legt. Es wird nicht sehr hart von Hirden getroffen, weil wir boosten uns in dem Deck nicht wirklich sehr stark hoch. Das Größte, was wir am Boost kriegen, ist amphibischer Angriff. Das heißt, auch dieses Deck dodgt den Hirden so ein bisschen. Und wie gesagt, wir haben so viel Angriff. Gerade das Bombardement ist halt relativ unschön, wenn der Gegner sowas wie Schilde spielt, weil
die macht halt 8 Schaden. Oder ich sag mal, die kann halt bis zu 10 Schaden machen, aber verteilt halt immer mit 1er-Pings. Das heißt, auch sowas wie ein Schild wird da nicht wirklich sehr viel Effekt haben und da sehr viel beschützen können, wenn es hart auf hart kommt. Ja, das ist Airbolts Belagerungsdeck. Also quasi ein Belagerungsdeck. Der Twist sind halt die blauen Streifen, die in diesem Deck einmal rausgeholt werden für Punkte. Und wie man die blauen Streifen einsetzt, um vielleicht die erste Runde zu gewinnen und eine lange Runde zu forcen, um vielleicht die, kurze Runde zu überleben, das ist euch vollkommen frei überlassen. Belagerung ist immer noch ein sehr gut spielbares Szenario. Wenn es nicht weggeräumt wird, kann es immer noch sehr viele Punkte machen. Es ist allerdings, wie gesagt, nicht so leicht damit zu spielen, weil wir legen sehr viel Wert auf unsere Bronzekarten und man muss halt wirklich, wenn man die Belagerung zu spät ausspielt, dann, sie braucht halt wirklich Zeit, bis sie ihre Punkte machen kann und bis wir den Angriff wirklich auf dem Feld haben. Und wenn der Gegner uns die ganze Zeit die Belagerungsmaschinen wegschießt, das ist auch nicht so schön. Also es ist ein bisschen kniffliger zu spielen als sowas wie Monster-Szenario, wo man einfach nur eine Todeswunschkarte ausspielen muss und es gibt schon Fettpunkte. Belagerung muss man wirklich wissen, wann zündet man sie, wie zündet man sie so am besten. Und ich glaube, da gehört auch so ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Matchup-Erfahrung hinzu. Und wie möchte ich gegen Gegner spielen? Möchte ich erste Runde versuchen, auf Teufel komm raus zu gewinnen? Wie viele Belagerungsmaschinen habe ich dann noch für meine Belagerung, dass die wirklich gut werden kann? Was müsste ich alles opfern? Wir haben in dem Deck halt quasi eine gute Runde mit der Belagerung und dann halt auch so 2 halbherzige Runden. Und das macht dieses Szenario immer tatsächlich ein bisschen schwieriger zu spielen. Aber durch Vernon haben wir zumindest auch noch eine ganz gute kurze Runde. Oder wenn wir es wollen, wirklich eine Runde in der ersten, wo wir Druck machen können. Aber ja, das sind die nördlichen Königreiche. Das ist Airbolts Belagerungsdeck. Es war relativ lustig. Wir werden auch nochmal wahrscheinlich Belagerung in einer anderen Form ausprobieren. Mit ein bisschen anderen Karten und dann vielleicht mit ein bisschen mehr Belagerungsmaschinen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich besser funktioniert. Da müssen wir erstmal reingucken. Viel Spaß erstmal bei den Runden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Dippy. Onward! Attack! Lange Runde versuchen und dann mit Szenario. Peng, peng, boom. Peng, peng, boom? Wir müssen aber leider anfangen. Oder wir versuchen erste Runde halt nur halbwegs gut rauszukommen. Zweite Runde haben wir dann gnadenlos zum Interrupten. Wäre auch eine Möglichkeit. Dass wir jetzt quasi versuchen, die erste Runde einfach nur... wenn er zu viel Tempo spielt, haben wir natürlich Probleme, aber dass er nicht so viel Tempo spielt. Also nicht Ceres benutzt, dann die zweite Runde, nächste Runde versuchen wir mit Szenario zu überleben. Und die letzte kurze Runde können wir immer noch den Würnen benutzen halt. Wenn wir einen Kartenvorteil haben, könnte das sogar noch klappen. Das ist das Einzige, was ich an diesen Szenario-Decks wirklich nicht so mag. Aus. Das Salz, was ich an diesem Szenario-Deck wirklich nicht so mag, dass du halt, wenn das Szenario weggenommen wird, die lange Runde auch nicht mehr ganz so supreme ist. Es hat immer noch ein paar sehr große Schwachstellen. Wobei es kann trotzdem auch auf einer langen Runde ganz gut Punkte machen. Zwei Blatttoten. Okay, wir nehmen mal den weg, der sich die ganze Zeit heilt. Und buffen dich hoch. Was hast du noch zu bieten? Gdüsch. Oder sie jetzt mit Gdüsch. Quartiermeister. Go ahead. Stare at me stump again. See what happens. Ja, wir passen mal. Wir passen. Wir versuchen es mal in der langen Runde.
Man hat jetzt halt zwei Blood Totem und Kadoosh schon raus. Klar, er hat noch den passiven Effekt von Kadoosh, der auch ziemlich gut ist. Das nimmt ein bisschen Carryover mit. All that dancing around. It's not for me. Aber gucken wir mal. Das ist das Problem, wenn das Szenario entfernt wird, dann ja, sieht es nicht ganz so schön mehr aus, ne? Dann sieht es tatsächlich nicht ganz so schön aus. Okay, ich glaube, wir brauchen keine zwei Stadtwachen. Vitalis ist immer ganz gut. Wir können noch einen Hämmerer ablegen. Ziehen noch ein Öl nach. Pansy. What? Dark clouds gather over Temeria. Okay. Hier heißt einer Musculus. Ja, ist gängiger Name. Das ist ein gängiger Name, ne? Take care of your blades and they'll take care of you. A receipt. I can draw a pecker on your forehead if you like. Hogwarjäger, okay, er möchte weiter. Warhawk Devarje! Dann Szenario. Dann Szenario. Step here, good. Real good. Ob ich das zulassen würde, dass du deine Shieldmains da rauskriegst, Junge? Hast Lack gesoffen oder was? Spielt die mit denen? Das ist aber auch mal interessant. Vielleicht gar kein Lippi, ne? The windmill. The sticks spin around and smash you. Mit den Maidens habe ich das heute aber auch schon gesehen. Ohne Lippi. Bärenhexen-Mentor. Strength matters not if you lack the skill to wield. Okay, wir holen uns jetzt unsere letzte Maschine raus. Und zwar mit dem amphibischen Angriff. Und noch eine verstärkte Balliste. Kriegen unser erstes Bombardement. Dann können wir hinten den wegschießen auf jeden Fall. Und die schießen wir auch schon mal los. Ja, ist doch ganz gut. Und für die kurze Runde haben wir immer noch Würner, ne? Und wenn es gut läuft, Feldkirk, weil jetzt kann man noch zwei Bombers, die reinhauen werden. Jeweils 8 Schaden random verteilt. Also es gibt allgemein sehr viele Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht nur bei Northern Realms so, ne? Wie gesagt, man kann momentan ziemlich vieles spielen. Und wenn man ein paar gescheite Konterkarten reinpackt, kann man auch gegen vieles bestehen. Ich muss sagen, was nur an dem Deck jetzt gerade ein bisschen blöd ist, ist, wir haben keine Ziele zum Angreifen. Da hat der Deckbauer nicht wirklich gut nachgedacht, dass er alles wegschießt. Hey, Philipp. Was denn? Nein, ist doch okay. Ist doch gut. Das ist normal bei denen. Also wenn das Szenario wirklich stickt und du Bombers losschicken kannst, machst du das ganze Feld weg. Das war schon immer so bei dem Szenario der nördlichen Königreiche. Ja, ich weiß, aber... Was denn? Du bist manchmal ganz schön... Ganz schön fies. Ganz schön großes Maul. Nee, schon so. Klappt doch gut bis jetzt. Doch alles fein. Jetzt rudert er schnell zurück. Haben noch keine Probleme bis jetzt. Fall overboard and I'm not jumping in after you. Du bist ein Problem. Du bist ein Problem. Du bist ein Problem. Du bist ein Problem. Du. Noch eine Leibwache. Pansy. Ja, die möchte ich nicht wirklich haben.
Die Leibwachen können nämlich ganz gut Punkte machen, das will ich verhindern. Shit, jetzt habe ich einen Spielfehler gemacht. Naja. Mal gucken. I'd lend you a hand, but fein gemacht, Jule. Fein. Aufgegeben. Okay, das ist die Variante ohne Ceres, aber die ist sehr angreifbar. Die ist leider sehr angreifbar. Das ist das Problem. Und aktuell, also selbst gegen Lockdown. Hättest du was gegen Lockdown? Ja, die Bärenhexenquartiermeister, ne? Nur weil ich mal einen Spielfehler gemacht habe und der Gegner muss mich gleich zuspammen. Ich spiel scheiß Lockdown, weißt du? Jule ist wieder salzig. Nochmal. Es ist ja schon eine Art der Verhöhnung. Also schon so ein bisschen. Zu emoten, ja. Ja, ein bisschen ins Lächerliche ziehen, vor allem wenn du einen Spielfehler machst. So, Streifenkommandos packen wir weg. Wir packen ein Öl weg. Ich habe nicht auf meine Dominanz geachtet. Ist das dasselbe Deck? Und habe mit meinem Baguette leider nicht wie gefressen, weil er eine stärkere Einheit auf dem Feld hat. Aber gut, Fehler passieren. Nein, das ist Ceres. Und danach ist man immer ein bisschen schlauer. Das ist ja die stärkste Einheit. Also mir passieren ja auch noch Fehler, ne? Aber ja, das liegt auch, das kann ja immer aus verschiedenen Gründen passieren. Richtig, vor allem wenn man mal kurz unkonzentriert ist, nicht aufs Spielfeld guckt. Die Quartiermeister werden halt momentan echt ganz gerne eingepackt, ne? Wir werden aber auch nächste Runde passen. Hey, listen here. Listen well. Jetzt kann er zwar nächste Runde pushen, aber wir haben nächste Runde wieder unser Szenario. Womit wir den Push eventuell verhindern können. Und für die kurze Runde hätten wir dann immer noch Vernon, ne? Mit seinem blauen Streifen, der auch ganz gut sein kann. Das ist vielleicht Zeltkirk, plus vielleicht kriegen wir einen Kartenvorteil. Das ist so, wie ich gegen Lipidar spielen will. Frage ist, ob man eine Hitzewelle hat. Eine Hitzewelle könnte nämlich problematisch werden. Was legen wir ab? Legen wir eine Stadtwache ab. Königswache legen wir ab. Zwei Blatttoten. Okay. Wir beginnen mit Szenario. Cash gespielt nur gegen Nilfgaard. Nilfgaard ist momentan echt beliebt, ne? Gerade Lockdown. Es hat aber auch von vielen gesagt, dass es momentan das beste Nilfgaard-Deck ist. Amts-Halloween. Belagerung wird natürlich jetzt schon leider ein bisschen früher getriggert. Was immer noch okay ist. Kriegen hier sowieso keine Punkte, also ist das egal, aber falls er den einen Schaden noch hat. Benutzt jetzt schon Gutmund, okay. Ja, wie gesagt, Fehler passieren. Aber deswegen muss man seinen Gegner jetzt nicht erhöhen. Außer Philipp. Bei Philipp darf man das. Ach. Nein, das machen wir natürlich auch nicht bei Philipp. Ja, sagt sie jetzt. Philipp, das liegt dann aber nur daran. Jetzt kommt's wieder. Und wenn du wieder da sitzt, hinten! Das war nur eine Anweisung.
Mich weist hier keiner an. Okay, Bomber macht jetzt 8 Punkte, plus wir kriegen nochmal 3 zusätzliche Schüsse. Okay, jetzt nicht mehr ganz. What are you gonna do, eh? Er will aber wahrscheinlich noch einen weiteren Bärenhexer haben. Der Boy. The Boy. Boy to the Boy. Nee, hat er nicht. Okay. Also wir haben keinen Kartenvorteil, aber wir haben noch den Würden und unsere komplette Anführerfähigkeit gegen Ceres. Und beide holen gleich viele Karten raus, nur er hat noch halt diese extra Punkte mit seiner Anführerfähigkeit da. Dafür können wir instant Duell auslösen. Gucken, ob wir da in einer kurzen Runde gegen bestehen können. Okay, haben typischer Angriff und Niromantik gezogen, ist Jackpot. Und 2 Streifenkommandos. Königswache. Ah, Königswache ist nicht so das Beste. Attention! Present arms! Weißt du, was wir uns auch rausholen könnten, ist Nadalis vielleicht mit Angriff? Wirklich nicht so schlimm. Oder eine Königswache könnten wir auch rausholen. Was war denn das? Was war was? Ich habe da gerade so ein Wupp gehört. Weiß nicht. Vielleicht kurz übersteuert bei dir. Wupp? Ich habe aber kein Wupp gemacht. Nee, als du geredet hast. Den würde ich vielleicht ganz gerne entfernen. These dogs have no honor. Weil der kann böse Pünktchen machen. Böses Pünktchen. Was ist Ceres? Step careful there. Hier sind nicht ganz so viele Punkte wie beim Gegner. Death to the enemy! Oh, na, hat er noch. You stand before the Queen of Skellige. Vielleicht beide Discard auch noch gezogen nehmen. Ja, einer fehlt ihm. Ja, was ist jetzt das Beste? Wir könnten eine Königswache rausholen. Die würde mit wie vielen Punkten rauskommen? Können sie mit 12 Punkten ausspielen. Nadalis werden, der wird sich nur um einen buffen, das wären nur 8 Punkte. Also ist Königswache eigentlich wirklich das Beste, weil wir würden dann halt sehr in Hitzewelle oder so reinspielen. Nehmen erstmal eine Burner weg. Ich glaube, es wird ganz knapp nichts. Bauilung hat er noch. Come on, let's go. Jetzt haben beide 6 Punkte. Jetzt muss er unsere letzte überbieten. Ich denke wirklich, die Königswache ist das Beste. Aber was ist, wenn wir gegen den Morg spielen? Aber was ist seine letzte Karte? Was hat er noch nicht? Ich denke, wir sollten die Königswache nehmen. No audiences. King's Tower today. 10 Punkte braucht er. Mit seiner letzten Karte. Eigentlich nur 9, weil er kann noch einen Punkt heilen an der Hitzewelle. Ah, es wäre der Nadalis gewesen. Ich habe extra die ganze Zeit wegen Hitzewelle, aber jetzt in der zweiten Runde nicht auf Szenario gespielt. Darum habe ich echt überlegt wegen Nadalis. Aber dann, was hätte er sonst verbannen können? Keine 10er, eine 6er, ne, höchstens. Ja, ja, Jirden, deswegen habe ich ja gefragt, ob du keinen Jirden drin hast. Fresno's burning! Spores könnten knifflig werden, könnten aber auch. Sporen ist ähnlich wie Hitzewelle, du kannst halt Sporen nur einmal benutzen. Aber du musst halt auch nicht gegen Wie ticken unbedingt, dann ist das Deck halt gegen Wie schlechter. Und spielst du es ja, halt nicht, wenn du häufig auf Wie triffst. Ja. Ich sag mal so, ein Jirden, der ist halt an sich nicht schlecht. Ist auch nicht. Jeden kann gegen viele. Man könnte halt einen Jeden, aber von den Provisionen her ist es knapp, weil dann müsstest du Niromantie oder so rausnehmen. Oder du nimmst die blauen Streifen raus, weil die blauen Streifen bringen dir halt gerade gegen Skellige was, ne? Hm.
könnte auch einen Hämmerer rausnehmen und dafür nochmal Sporen reinpacken, aber ja, ich weiß nicht, ob Sporen das Matchup gegen Vi retten würden. Das ist die andere Frage natürlich. Bribe me, Dimwit. You're supposed to bribe me. Supposed to bribe me. Könnte ein Wiedergänger sein, dann könnten wir den Bogenschützen aus der hinteren Reihe verschieben mit der Stadtwache. Sporen sind allgemein momentan auch wieder im Kommen, ja. Das ist keine schlechte Karte, aber wir spielen Wiedergänger aus. Den ersten Wiedergänger. Could have settled this amicably, you know. Da wissen wir aber schon, dass es ein Wiedergänger-Deck ist. Guck mal, Abrams, bis du gestreichelt wirst. Komm her. Ja, komm her. Rumpelt sich ja gerade weg. Komm her. Egmont, haben wir ein Öl auf der Hand? Ich sehe es gerade nicht, weil Katze davor sitzt. Wir haben kein Öl auf der Hand, oder? Ne, nur ein Bombardement. Das kann halt sehr nach hinten losgehen. Wir könnten uns aber Vitalis aus dem Deck rausholen, aber dann hätte er wahrscheinlich ein Ziel für seinen Wiedergänger. Ich glaube, wir könnten ihn auch einfach nach hinten verschieben. Karol ist auch schon. Spiel ich auch Blitzmodus? Eigentlich weniger. Wir probieren halt, also wenn ich größtenteils Gwent spiele, probiere ich in Rangliste irgendwelche Decks aus. Wir hatten gestern ein bisschen Blitzmodus, Mardak. If the kingdom aren't ahead, I'll give him yours. Was los? Come here. Okay. Come get a heart, a bear hawk. Ich würde ungern Würnen gegen die Wiedergänger draußen lassen, großteils. Danke, ne? Fürs Folgen, Abrams. Vielen Dank, Abrams, fürs Twitch-Follow. Ich würde halt eigentlich ungern Würnen gegen die Wiedergänger draußen lassen. Das heißt, ich überlege, ob ich ihn jetzt schon auslösen soll mit einer Anführerfähigkeit. Wir können hier den nämlich runterhauen. Würnen benutzen, weil bei den Wiedergängern gebe ich denen halt nur Ziele, die er dann verwandeln kann. Nice mess you've got here. So, machen wir erste Runde halt nochmal ein bisschen Druck. For this most beautiful of maidens, I shall fight 100 jewels. Okay, jetzt passen wir. Wir brauchen nicht unbedingt den Last Say, aber bei Engines versus Engines hat immer der einen kleineren Vorteil, der in der letzten Runde anfängt. Und ich denke nicht, dass er jetzt eine Karte ausspielen kann, die uns in einem Zug besiegen kann. Oder er opfert halt eine gute Karte. Aber dann wird es zu einer längeren letzten Runde kommen und wir können schon direkt anfangen mit dem Aufbau unseres Feldes. Oder er opfert jetzt was Gutes, aber wir hätten auch noch einen Niromantie Cursed. Damit habe ich gerechnet, aber es reicht nicht aus. Cursed ist auch raus. Kriegt nochmal 2 Punkte, 3, wenn er den Schützen noch benutzt. Das heißt, er müsste eigentlich nur eine 4-Punkt-Karte ausspielen, aber er wird nicht pushen in der nächsten Runde mit 2 Karten weniger. Oder er wird versuchen zu pushen. Alibor? What? Warum haut er so eine gute raus? Wahrscheinlich keine bessere oder schlechteren Handkarten. Also es ist gut, dass wir gepasst haben. Haben wir sogar noch einen Falibor rausbekommen. Heilige. Was los? Jetzt ist er auf dem Kratzbaum.
Priester. Natalis gefällt mir ganz gut. Legen wir noch eine Königswache ab. Ziehen ein zweites Bomber. Typischen Angriff. Heldkirk hat man noch im Deck drin. Bestärkung. Naja, würde ich pushen. Das habe ich mir gedacht. Okay, mit zwei Neuromantie. Amphibischen Angriff. In der Königswache. Einfach damit wir nächste Runde die beiden Karten nachziehen. Okay, lange Runde mit Belagerung gegen Wiedergänger. Mal gucken, wie es funktioniert. Das Ding ist halt auch... legen wir Balliste ab. Stadtwache legen wir ab. Verstärkung gefällt mir ganz gut. Ich rechne damit, dass er noch eine Hitzewelle hat. Das heißt, wir holen jetzt die Stadtwache mit einem amphibischen Angriff, dass wir quasi seine Hitzewelle rauslocken. Weil wenn er Hitzewelle aufs Szenario benutzt, ist halt relativ doof für uns. Oder er hat einen Beckers. Beckers würde jetzt halt auch ausreichen. My great-granddaughter will do great things. The sky will burn with the eternal fire. Ja, schafft sich schon einen weiteren Schutz, okay. Nee, das wollte ich nicht tun. Wir bewegen mal den Fünfer nach vorne. So many of them, I'd have to aim to miss. Ja, leider den Ron wird getroffen. Leider den Ron wird getroffen. Verdorbene Magie. We retreat! We hide! So Wanderer says! Okay, wir haben noch eine von denen. Kriegen unser erstes Bomber. Können den Wiedergänger ausschalten. Können hier mit voll reintreffen. Können hier noch eine Anführerfähigkeit benutzen, dass wir jetzt genau drei Schüsse haben und kümmern uns noch um einen weiteren Bogenschützen. So, super! Super. Sim, sim. Die Bogenschützen müssen nur weg. They charge it. For me, Silvery's honor. Die Bogenschützen müssen nur weg. Okay. Philippa. 4, 5, 1. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Weil wir können uns noch eine weitere Verstärkte erschaffen. Vielleicht hätten wir sogar Philippa wegknallen sollen. Weil ich weiß nicht, ob er irgendeine Special-Karte spielt, dass er Philippa nochmal verwandeln kann. Ja, nehmen wir es wieder wegen. Wer hat wegknallen gesagt, ha? Jetzt haben wir noch einen Bomber und sein Feld ist leer. Darum ist es halt wichtig, also der zuerst seine Engines aufbauen kann, gerade bei zwei aggressiveren Engine-Decks, der hat halt in der letzten Runde einen größeren Vorteil. Wir können ihm jetzt alles wegknallen, ne? Alles vom Feld nehmen. Haben noch einen Zeltkirk, haben noch Natalis und wir haben noch einen Öl. Also da so, wird nichts überleben. Soltan, Isengrim oder Gesras? Gesras. Na ja, war klar. Hätte ich auch genommen. Katze hat mich angesprungen. Ey! Ich hole mir gern immer nur noch mal Meinungen ein. Meine Meinung ist Gesras. Na, aufgegeben. Ja! Kann auch funktionieren. Gegen die Wiedergänger.
Das kann noch funktionieren. Mein Lieblingskommentar übrigens ist nicht so schlimm. Das sage ich halt immer. Das sage ich halt immer, weil es nicht so schlimm ist. Ist nicht so schlimm. Das lassen wir auf ein T-Shirt drücken. Ist nicht so, ist ja, nicht also, so schlimm. Ist nicht so schlimm. Das ganze Board weg. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Das ist aber wirklich eine Angewohnheit. Ist nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres, ja. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Nö, nö. Das ist nicht so schlimm. Oh, er holt sich nochmal ein Vieh raus. Oh, ist nicht so schlimm. Holt sich noch ein Vieh raus. Ja, jetzt ist es vielleicht ein bisschen schlimmer. Holt sich noch ein Vieh raus. Fuck, Alter. Ja. Fuck. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Wolltest du ja auch ein T-Shirt aufdrucken mit Dominanz zeigen? Ja. Und dann Blackie, wie auf der Tastatur liegt. Ja. Oder hinten. We find ourselves in a world turned most foul. A world filled with innumerable horrors, monstrosities that prey on the meek and mighty alike. 'Tis truly a wretched scourge born of nightmares. Yet it need not be so. Freed of the fetters of the spineless council, we can create something new. Hunters of exceptional strength, speed, agility. Equipped to overcome absolutely any foe. Bards will toil to do justice to their feats. For sometimes one needs a monster to slay a monster.